Also willkommen Sie bei uns, bei Ikarus. Wir begrüßen Sie als Freunde, als wir haben gleiche Marke. Also Ikarus, das ist eine sehr große Marke, Sie wissen. In unserer Historie haben wir mehr als 250.000 Busse weltweit verkauft. Natürlich sehr viele Busse. Fast jeder kennt sie noch aus den vergangenen Jahrzehnten. Die alten Ikarus-Busse, sie prägten maßgeblich das Straßenbild der ehemaligen DDR. Liebhaber haben bis heute ein Faible für diese Busse. Sie haben ihre Leidenschaft nie aufgegeben. In mühevoller Bastelarbeit wurden diese wunderbaren, leistungsstarken Fahrzeuge gehegt und gepflegt und wie ein Schatz bewahrt. So sind viele Ikarus-Oldtimer-Busse nie ganz in Vergessenheit geraten. Während einer Werksbesichtigung im Mai 2022 konnte ich Interessantes aus der Geschichte des ungarischen Herstellers erfahren. So zum Beispiel haben in über 40 Jahren Fertigung mehr als 250.000 Busse die Werkhallen in Székes Fehérvár verlassen. Sie wurden in über 50 Länder der Welt verkauft. Székes Fehérvár war während der 80er Jahre einer der größten Bushersteller der Welt. Auf Basis dieser erfolgreichen Leistung entwickelte und erneuerte der ungarische Hersteller kontinuierlich seine Fertigungstechnologien und Produktionsverfahren. Die Ikarus-Gruppe wurde stetig modernisiert. Der ungarische Hersteller ist nach wie vor up to date. Ganz großes Thema ist der neue Ikarus vom Typ Ikarus 120 EL. Es ist ein elektrischer Stadt- oder Linienbus, der in Typenlizenz gefertigt wird und alle europäischen Normen erfüllt. Dieser Bus wurde bereits in größeren Stückzahlen produziert und erfolgreich in Rumänien und in der Türkei getestet. Auch das Bundesland Baden-Württemberg hat bereits zwei Ikarus-Typen 120 EL bestellt. Diese sollten im Juli 2022 ausgeliefert werden, verriet uns der Produktionsplanungsmanager Thibaut Herrmann während seiner Ansprache. Der Ikarus 120 EL kann als Dreitürer als auch Zweitürer gefertigt werden. Beide Varianten sind möglich, so wie der Kunde es wünscht. Was zeichnet den neuen Ikarus 120 EL aus? Der neue Bus ist definitiv ein objektiv solides Fahrzeug und vom Design her ein sehr ansprechendes Modell. Subjektiv ist er mit allem, was das moderne Zeitalter fordert und angenehm macht, ausgestattet. In der Karosseriekonstruktion werden nur hochwertige Materialien und Legierungen eingesetzt. Dadurch wird die Langlebigkeit und die Zuverlässigkeit immens erhöht. Für den Rahmen gibt es seitens des Herstellers eine Garantie von 10 Jahren. Angetrieben wird der Bus mit einem 314 kW starken Motor mit einer Leistungsaufnahme von 542 Amperestunden. Im Moment werden ja nur E-Busse gefertigt, richtig? Momentan fertigen wir E-Busse. Wir haben auf den Volvo-Chassis, also direkt auf Volvo-Chassis, sogenannte Militärbussen und Gefängnisbussen gefertigt früher als Dieselbusse. Und wir haben noch ein Tiefeintritt oder Niedereintritt Busse auf Diesel-Basis. Das ist auch ein
eigentlich ein Niedereintritt Volvo Chassis und darauf wird ein komplette Body aufgebaut. Das ist auch eigene Konstruktion, das existiert als Typengenehmigung, aber momentan Dieselbedarf ist sehr geringer und deswegen in Serie fertigen wir momentan kein Dieselbus. Sind denn für die Zukunft noch andere Alternativen geplant, zum Beispiel Wasserstoff? Ja, wir haben auch in Ungarn dazu Ansprechpartner. Und wir prüfen diese Möglichkeit. Natürlich, Kundenbedarf ist wichtigste. Also wie hoch das wird. Wir kennen zum Beispiel Solaris, Mercedes, MAN Entwicklungen. Aber in Ungarn gibt es momentan nur eine einzige Hydrogen-Tankstelle. Also für Ungarn momentan wäre das nicht ganz angefordert. Wie wir wissen, dass in Benelux, also in Holland und Belgien, gibt es schon eine richtige Kette dafür. Also wir prüfen auch diese Möglichkeiten. Okay. Wir entwickeln übrigens auch Ladestationen, also 600 Volt Ladestationen mit 120 Kilowatt. Also das können wir auch zu dem Bus anbieten, sogar auch ein Energiecontainer, wovon man dann richtig die 2x 120 Kilowatt Ladeleistung ziehen kann. Und das können wir auch mit unserem Bus anbieten. Momentan, das ist unsere Richtung. Natürlich, wie dann die anderen Treibstoffe, wie momentan zum Beispiel LPG, das muss man prüfen, wie das zum Beispiel in Deutschland weiterentwickelt wird, wie RPG oder CNG, Gas-Hybrid-Antriebe. Das muss man noch prüfen. Okay. Werden die Fahrzeuge mit Klimaanlage ausgerüstet? Ja, die sind mit Klimaanlage. Und wie wird die Klimaanlage betrieben? Momentan, wir haben Valeo-Klima, aber für Version 4, wir haben Gespräche mit Convecta in Deutschland, mit Kohlendioxid, ja, sag ich gut? Kohlendioxid, ja. Kohlendioxid bis minus 20 Grad, heizen und kühlen. Okay. Und das würde dann ein komplettes Heizsystem für den ganzen Bus. Das ist die, sag mal, nächste Treppe. Crashtest von hinten, wenn ein Fahrzeug hinten auffährt und die Elektronik vielleicht sogar das Löschsystem beschädigt. Was passiert? Wir haben die vernünftige TÜV und verschiedenen anderen Tests gemacht. Vielleicht kennen Sie Salazon in Ungarn. Das ist in der Nähe von Zalaegerszeg. Mhm. Das wurde ein riesiger Test Strecke, Testzentrum, wo Knorrbremse folgt, alle Firmen, Mercedes und so weiter, dort testet die Dienstleistungen, die Sicherheit und so weiter. Und unsere Busse ist ständig da. Also auch alle notwendigen Tests wurden durchgeführt, hauptsächlich mit TÜV. Also wir in Ungarn arbeiten wir auch mit TÜV. Okay. Und dann kommen die offiziellen ungarischen Behörden, aber erster Schritt ist immer TÜV. Also zum Beispiel für Stadtbussen ist nicht keine Kipptest. Kipptest. Angefordert, ist nicht angefordert, aber doch machen wir Kontrolle. Alles wird in Computer in 3D-Modelle konstruiert. In 3D-Modelle existieren auch verschiedene
physische Teste, Simulation, womit wir prüfen können, ob unsere Busse genug fest sind. Aber wegen die Batterie auf dem Dach natürlich, das Bus hat extra starke Haltesäulen, was bietet eine sehr gute Stabilität an. Karosserie aus Aluminiumblech oder GFK, Glasfaserkomponente? Front und hinten und oben ist GFK, Seitenwände sind Bleche, ja, und die ganze Gestell ist rostfreistahl.